Kapitel 24. Gott einer anderen Heimat. Und so schritt die Reise voran. Im Verlaufe der paar Tage, die die Reise zu Fuß letztlich dauerte, wechselten sich die drei Kaiser um Epsilon mit dem Vorausfliegen und Wache halten ab, wobei auch immer das zuständige Mon die Rüstung erhielt. Auch wenn Epsilon nun auch Teil dieser Gruppe war, schien das Vertrauen nicht groß genug zu sein, um die Macht der Rüstung für sie zu lassen. Einerseits war die einstig Alleinige enttäuscht, nicht erneut den Drang ihrer alten Macht verspüren zu dürfen, doch andererseits würde sie sich nicht beschweren, gerade da sie durchaus verstand, woher das Misstrauen kam. Sie traute sich ja selber kaum. Und egal wie dieser Krieg nun wahrlich ausging, es würde immer etwas verbleiben, auf das das Zoroark zurückblicken würde und wissen, ihr Fehler könnte nie behoben werden. Und doch lag ihr Fokus zunächst auf der Gegenwart. Sie würden den Autor bald treffen. Einen Autor, welchen sie kannte und doch irgendwo nicht. Und vor allem ein Autor, der sie nicht kannte. Und dann, sie hatte Fehler begangen. Hunderte. Tausende. Aber dann würde sie endlich beweisen, dass es alles am Ende wert war. Es würde Frieden herrschen, den sich die Pokémon zu diesem Zeitpunkt nicht einmal vorstellen konnten. Ein Frieden, welchen sie ablehnten, da sie nicht sahen, dass sie ihn überhaupt brauchten. Aber sie alle würden es spüren, wenn es denn endlich soweit war. Alles, was das Zoroark je getan hatte, arbeitete auf diesen einen Moment hin. Sie hatte gegeben, wer sie einst war, Moralen gelassen, die sie einst pries, ihre Würde, ihre Ehre in den Dreck gezogen. Und es alles wäre es wert. Also dann, wir sind da, Epsilon. Nach allem, was würde ich wissen? Du kennst diesen Ort und den Autor nicht. Als Antwort folgte bloß ein Nicken, bevor das Quartett wortlos voranschritt. Durch ein Tal, durchzogen von regenbogenartigem Dampf. Im Zentrum eine Grotte. Eine Grotte, welche tatsächlich nicht ganz identisch zu jener war, welche Epsilon als den Verstand der Welt kannte. Statt der ewigen Schwärze, welche alles zu verschlingen schien, war ein leichter Schimmer rötlichen Lichtes in jenem Schwarz erhalten. Dies störte allerdings sichtlich niemanden, als die Kaiser gemeinsam in die Grotte eintraten. Nach Schritten im Inneren, welche zunächst vom selben halbschwarzen Ewig durchzogen waren, bildete sich weiter und weiter eine Umgebung um die Pokémon herum. Epsilon erkannte an den Reaktionen der Pokémon um sie herum, dass der Autor diese Umgebung wohl häufiger für seine Treffen mit den Kaisern nutzte. Wobei es jedoch eine völlig andere war als alles, was Epsilon hier je gesehen hatte. Was unter anderem an der schlichten Simplizität lag. Was sich ihr darbot, war nämlich nicht mehr als eine große steinerne Höhle, welche weit geöffnet in eine Richtung war, in welcher nichts als Gras zu sein schien, durch welche Sonne den gesamten Ort erhellte. Lediglich zwei kleine Gänge, die in andere kleine Höhlen zu führen schienen, verblieben noch, um das Gesamtbild zu vervollständigen. Und aus einem jener beiden Gänge trat bereits jemand heraus. Ein simpler, menschlicher Umriss. Eine Silhouette. Das Selbstabbild des Autors. So seid ihr also angekommen. Ich habe euch bereits erwartet. Gespannt nach allem, was ich von hier aus beobachten konnte. Und jetzt sind wir hier. Autor, du weißt, was du uns versprochen hattest. Wer auch immer den Krieg gewinnt, wird einen Wunsch erhalten, um seinen Traum zu erfüllen. Du weißt, was wir wollen.
Also gab es in dieser Welt eine ähnliche Wette wie in Epsilons alter Heimat. Was irgendwie nicht sonderlich überraschend war. Der menschliche Umriss schien jedoch nicht sonderlich beeindruckt. Stürmisch wie immer, nicht Aurora? Ich weiß selber, was ich versprochen habe. Aber du scheinst vergessen zu haben, was der wahre Krieg ist. Der Sieger des Krieges ist jene Gruppe, welche nach der Schlacht zwischen euch und Olangas Dorf verbleibt. Erst wenn ihr dort gewinnt, bekommt ihr euren Wunsch. Einerseits hatte Epsilon nicht den Eindruck, dass Aurora dies nicht gewusst hatte. Aber trotzdem wirkte das Vulnona genervt. Den Autor störte dies aber nicht, als er sich stattdessen an ein anderes Pokémon wandte. Epsilon. Endlich treffe ich dich also auch einmal persönlich. Epsilon. Jason! Schon eine der vielen Dinge, die du eigentlich nicht wissen solltest. Du bist ein sehr interessantes Pokémon. Tauchst einfach auf, aus dem Nichts, anstelle eines Zoroark, welches genau ist wie du. Und doch nicht. Dasselbe Pokémon, aber in einem anderen Leben. Du hast so viel Wissen, welches du nicht haben solltest. Scheinbar teils mehr als ich selber. Und gleichzeitig trittst du auf den Plan, fest entschlossen, eine Kaiserin zu werden. Egal, was es auch kosten mag. Du bist dir wirklich für nichts zu schade. Und das trotz allem, was du schon erlebt hast. Es ist mir schwer verständlich. Aber es ist höchst interessant. Etwas fühlte sich das Zoroark von diesen Worten angegriffen. Trotz allem, was sie bereits erlebt hatte. Was deutete Jason hier an? Dass sie eigentlich nicht handeln sollte, wie sie es tat. Sich lieber zurückhalten sollte, nachdem sie bereits Konsequenzen größerer Fehler erlebt hatte. Aber andererseits, so dachte sie nun, wusste er ohnehin nicht, wovon er sprach. In dieser Lage war sie es, die mehr wusste als der Autor persönlich. Dann pass auf, dich nicht mit mir anzulegen. Ich weiß viel. Mehr noch, als du dir vorstellen könntest. Für den Bruchteil einer Sekunde schien selbst das schattige Abbild erschrocken von diesen Worten. Jedoch wandelte sich dies schnell zu Amüsement. Man könnte dich beinahe für etwas lebensmüde halten. Ich hätte fast mutig gesagt, aber das trifft es dann doch nicht richtig. Ruhig setzte sich der Autor schlicht auf den Boden. Aber es passt wohl gut, um eure Gruppe abzurunden. Euch steht zwar noch ein großer Kampf bevor, aber gerade jetzt bin ich doch positiv, dass ihr das Ganze recht locker bestehen könnt. Und hast du bereits den Plan in Schwung gebracht? Noch nicht. Der Brief ist bereits verfasst, aber ich spreche hier in eurem Namen. Ihr sollt ihn erst noch einmal zu hören bekommen. Deswegen, wie aus dem Nichts zog der Autor ein Blatt Papier hervor, offensichtlich beschriftet. Aurora hatte Epsilon bereits erklärt, dass Olanga durch einen Brief vorgewarnt werden würde. Allerdings überraschte es sie trotzdem, dass dieser scheinbar vom Autor selbst verfasst worden war. Hört mir gut zu und gebt mir eure Meinungen am Ende. Also, an alle Krieger Aralsas, die Zeit des Krieges ist gekommen. Nach Jahren der Suche und der Vorbereitung sind wir bereit. Wir sind die Plotkaiser, die Bringer eines neuen Friedens. Ein Frieden, welchen ihr uns einst nahmt. Einen Frieden, in welchem euresgleichen keinen Platz haben. Nun haben wir die Kraft gesammelt, unsere Welt umzuformen. Wir werden auftauchen um Mitternacht beim nächsten Vollmond und wir werden nicht gehen, bevor alles vernichtet ist, was euch wichtig ist. Wir geben euch mit dieser Nachricht eine Chance. Bereitet euch vor, erwartet uns.
oder flieht und lasst euch nie wieder blicken. Wenn ihr wollt, dass euresgleichen weiterleben könnt. Verräter, Tyrannen, Mörder. Dann stellt euch uns. Denn auf euch werden all jene folgen, die in euren Fußstapfen folgen. Unterzeichnet die Plotkaiser. Änder das! Die ganzen minderen Krieger gehören zwar auch dazu, aber sind am Ende unbedeutend. Richte diesen Brief an ihn. An das Pokémon, das uns unseren Vater genommen hat. Orlanga soll wissen, dass er es ist, hinter dem wir her sind. Er soll Angst spüren. Wissen, dass er nicht um Gnade betteln kann, wenn der Kampf zu Ende ist. Aurora war in ihrem Einwand sehr entschlossen. Dementsprechend war dem Autor nicht einmal Zeit für einen Atemzug verblieben, nachdem er den Brief fertig vorgelesen hatte. Aber gleichermaßen war es ein valider Punkt. Polar schien klar zuzustimmen und Epsilon konnte auch nicht gerade von sich behaupten, etwas gegen diesen Ansatz zu haben. Nur Kel wirkte recht neutral. Ihm selber hatten weder der Stamm noch Orlanga schließlich etwas genommen. Er war nur hier für die anderen beiden. Nun, ich sehe, ihr habt eure Prioritäten. Gut, dann werde ich ihn noch einmal umschreiben und den Text an Orlanga selber richten. Nachdem ich dies getan habe, werde ich ihn sein Ziel finden lassen. Was euch angeht, ihr braucht vermutlich eine Rast. Gerade du, Epsilon. Dir wurde ziemlich zugesetzt, nicht? Aber ihr habt die nötige Zeit. Ich würde euch nicht empfehlen, vor der Reise, die in 1,5 Wochen beginnen wird, noch aus dem Tal zu reisen. Diesen Ort verlasst ihr nun am besten schon. Aber wie gesagt, bleibt im Tal. Ich werde vermutlich morgen zu euch stoßen. Und dann gehen wir sicher, dass ihr bereit seid. Wir werden trainieren. Trainieren mit dem Autor? Es war nicht so, als wäre Epsilon dies fremd. Eher im Gegenteil. Sie hatte in ihrer alten Heimat häufiger mit dem Autor trainiert. Nur war all dies lange vor dem wahren Beginn des Krieges gewesen. Damals hatte sie durch Yasun gelernt, wie sie wahrlich nutzen konnte, was nun ihr Element war. Die Schatten. Vor den damaligen Zeiten hatte sie, egal ob mit oder ohne Rüstung, nur kämpfen können wie ein simples Zoroark. Erst dadurch war sie zu einer Meisterin des Schwertes und der Schatten geworden. Zwar hielt sie es nicht für nötig, so ein Training noch einmal einzugehen, aber ein paar Sparring-Matches wie in den guten alten Zeiten würde sie sich nicht entgehen lassen. Also gut, aber wenn wir das Tal nicht verlassen sollen, wie verpflegen wir uns? Ich habe an diesem Ort weder Wasser noch Pflanzen gesehen. Wir haben zwar noch Vorräte, aber die reichen gerade für die anstehende Reise. Ich wäre gerne beleidigt, aber ich habe Verständnis dafür, dass manche Konzepte schwer begreifbar sind. Gerade wenn sie sich scheinbar der Logik entziehen. Ihr steht hier unter meinem Schutz und dazu gehört natürlich auch, dass ihr in eurer Unterkunft zur Genüge verpflegt seid. Dazu braucht es keine Flüsse oder Bäume. Hast du denn vergessen, wer ich bin? Ich bin der Autor. Derjenige, der dich überhaupt in diese Welt gebracht hat. Ach ja? Danke für die Erinnerung, Yasun. Mit Kel als Kämpfer deiner Fittiche. Hast du ihm doch bestimmt schon die ganze Wahrheit über ihn erzählt, oder nicht? Tatsächlich schien dem Umriss etwas unwohl zu werden, als Epsilon eine Antwort auf diese Frage erwartete. Die ganze Wahrheit, also... Wovon genau redet ihr beiden jetzt? Was müssen wir bei Kel wissen, das uns noch keiner gesagt hat? Etwas über diesen Dämon? Über seine Zeit als Mensch? Herausfordernd, blickte Epsilon den Autor an. Ich sagte dir, ich weiß so viel mehr als dir wohl lieb ist, dass ich es täte. Also, willst du es ihnen selbst erklären oder soll ich das übernehmen? Die Antwort auf diese Frage sah das Zoroark vorbestimmt. Der Autor würde gerne doch seine eigenen Geheimnisse noch etwas beschönigen.
und nicht riskieren, dass Epsilon die harte Wahrheit auf ihre Weise präsentierte. Nicht. Wenn dir das so wichtig ist, dann übernimm es doch. Ich habe ohnehin mit eurem Brief zu tun. Dann muss ich nicht die ganze Geschichte nochmal aufrollen. Mit diesen Worten verschwand der Autor einfach in eine der Seitenhöhlen und die Umgebung um die neuen Kaiser schwand einfach. So, dass diese sich wieder am Eingang der Grotte im Tal wiederfanden. Und gleichermaßen hinterließ es Epsilon etwas verwundert. Selbst der Autor war in dieser Welt völlig anders. Aber gut, dann hatte sie wohl erst einmal eine Aufgabe. Wenn Kell sich beschwerte, dass niemand ihm gesagt hatte, dass er von vornherein kein Mensch gewesen war. Epsilon wollte ihn nicht am ersten Tag zu viel zumuten und der Autor war selbst schuld an allem, was er tat. Somit war der restliche Tag aber vermutlich auch verplant. Aber auch war dies nicht zwingend ein Nachteil. Kämpfen konnte das Sorak heute noch nicht und wirklich Interesse daran hatte sie auch nicht. Stattdessen hatte sie eine Gelegenheit mehr zu erzählen, unter anderem aus ihrer eigenen, ungeschehenen Vergangenheit. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation als erster Schritt der letzten Wochen des Wartens vor dem großen Finale. Und in diesem Finale, da war Epsilon entschlossen, würde es keine zwei Sieger geben.